Herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play Transportführer. So, das war jetzt lange Zeit nichts, aber jetzt geht's wieder los jetzt, ne? So. Anscheinend muss dieser Zug hier fahren. Ich müsste erstmal kurz reinkommen, wo waren wir denn als letztes? Genau. Soweit ich weiß, ist das jetzt hier die Plastiklinie. Hat er immer im Kreis oder was? Soll er das so? Nee, soll er nicht. Soll er nicht. War jetzt eigentlich. Die zwei Sachen wegfallen, ja? Genau, da geht die Plastiklinie hier drüber. Der Zug hing ja irgendwie noch fest, ne? So, wir könnten mal jetzt hier. Die alten Gleisstücken wegreißen. Jetzt können wir hier noch was ändern. Damit das so wird, wie ich es mir vorstelle. Muss nämlich hier noch so ein Depot hin. So. Und dann können wir nämlich hier. Diese Gleise viel besser anlegen. So. Setzen wir hier noch ein paar Signale. Und dann sollte das eigentlich klappen. Na genau. So. Dieses Spürgleise brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr. Außer natürlich, das wird jetzt hier und dafür noch mitbenutzt. Da können wir nicht noch sagen. Das hier weg. Das Gleis hier ran. So hier. Und so. Genau. So, jetzt können wir auch diesen Zug hier wieder starten lassen, weil das sollte jetzt eigentlich mittlerweile auch dann mal in eine Garage reinkommen. So. Und hier. So. Na, das ist das Stück interessiert. Okay, das können wir lassen. Okay. Ja. Jetzt müssen wir mal schauen. Hier los. Ich soll versuchen, mehr einen abzutransportieren. Oha. Irgendwo Stau. Ja, hier klemmt irgendwas.
Ja. Du gehörst ja gar nicht hin. Du gehörst ja gar nicht hin. Scheiße, jetzt haben wir ja ganz schön was kaputt gemacht. Nee. So vielleicht? So könnte es vielleicht funktionieren mit dem Befreien. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Nee. Der rückte immer wieder nach. Man muss wissen wie, ne? Perfekt, hat funktioniert. Alles wieder frei. So, jetzt gucken wir uns mal ein bisschen den Verladebahnhof an, ob das funktioniert so einigermaßen. Ich dachte aber eigentlich, hier ist mehr los. Ich hätte gedacht, hier kommt alle paar Sekunden ein Zug reingerammelt. Scheint ja nicht. So, hier wird Brot angeliefert. So, jetzt wird Brot wieder abgeholt und alles andere. Den Verteilerstrecken. Sondern es funktioniert schon das System. Irgendwie. Okay, aber liefern wir jetzt eigentlich schon alles an? Ich habe aktuell nicht mal einen Überblick. Hier habe ich erst recht den Überblick. Also, die Städte verteilen tun wir alles, das ist in Ordnung. So, dann liefern wir hier auch Brot an. Wir liefern von hier hinten Maschinen und Dings an. Und die Steinproduktion, das sollte auch funktionieren. Auch die Schlackeproduktion ist hier auch besser gelegt jetzt so. Ich kann mir vorstellen, mit den Steinen denn eigentlich. Stein, blau wird hier abgeholt. Achso, liefere ich hier direkt an. So, Baumaterial.
Auf Linie A, ich glaube, da brauchen wir noch ein paar Fahrzeuge. So. Ich habe das Gefühl, irgendwas ist kaputt hier. Okay, so, und jetzt werden ja von hier hinten noch Waren angeliefert, richtig? Hier. Nee, ich tue noch gar keine Waren ab. Ich tue hier nur Holz anliefern und Plastik anliefern, ne? Holz und Plastik. Und ich muss es von hier noch meine Waren davor kriegen. Ach, das war das Problem, ne? Ach nee, Quatsch, ich kann hier über die Linie mitfahren. Genau, das müssen wir jetzt noch machen. Also, neue Linie von... Eigentlich muss ich das ordentlich machen, ja. So. So und... So. So, und dann halt, das brauchen wir noch. Und dann stellen wir eine neue Linie von hier nach da. Und nach hier. Hier werden wir aber... Das Gleis gehen wir schön, das werden wir auf das Gleis gehen. Mit der gleichen Technik. Genau. Endlich, was wir hier noch machen. Jetzt ein paar Signale setzen. So. Dann haben wir das auch. Ja, jetzt fahren wir nur noch für die Strecke Zug. Achso, und die Linie heißt... Linie 2 hat gar keine Haltestellen, also kann Linie 2 weg. Linie 3 heißt Warenzulieferung. Gott, Warenzulieferung. Ne, wir produzieren noch Waren, genau. So, was kaufen wir da für Züge? Bleiben wir bei denen hier. Ich denke schon. Und Waren werden wahrscheinlich hier drinnen transportiert. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Auf Warenzulieferung. So. Du hast kaputt gespielt. Perfekt. So, und jetzt müssten wir eigentlich alles nach wie vor anliefern. Ach du Scheiße. So. Okay, ich möchte eigentlich nur noch hier das Ziel sehen. Hier möchte ich auch nichts mehr sehen. Könnt ihr locker noch einen Zug drauf sitzen, ne? Was fährt ihr drauf jetzt so?
Ski-Lock. Wie viele Wochen? 20. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, Linien zuweisen alle auf. Pro Zulieferer 1. Noch mehr Brot. Noch mehr Brot hier mitnehmen. So muss das sein. Ja, jetzt gucken wir nochmal hier vor. Eigentlich müsste ja doch permanent was los sein. Sein Warenumschlag sein wie nirgendwo anders. Guck mal, der erste hier Warenzug kommt an. Ich habe so das Gefühl, die liefern keinen Treibstoff. Warum wird denn hier kein Treibstoff mehr produziert? Ich glaube, um das Treibstoffproblem kümmern wir uns in der nächsten Folge. Also, bis dann. Tschüss.